Ja, bei richtig heißen Temperaturen findet hier der erste und zweite Finallauf der RC Rallycross RC Motorsport Park Harburg statt. Dominik Schuttwolf ist hier auf 1 vorm René Sagabe und vorm Marcel Schmidt. So, dort oben stehen die Fahrer, hier unten werden schon die Fahrzeuge vorbereitet in der Startaufstellung. Der Dominik hier auf 1, René Sagabe auf 3, Frank Wagner startet dort und wir sind gespannt aufs erste und zweite A-Finale. So geht es hier los. Die ersten 3 Minuten starten. René Sagabe kommt gut weg vom Dominik und dort hinten krächzt etwas bzw. kommt sich gut aus dem Weg. Hier der René Sagabe, der nutzt gleich die Chance, geht hier in die Joker Lab. Der Frank Wagner hat es geschafft, jetzt auf 2 hoch zu fahren. Bleibt dran am Dominik. Der René Sagabe auf Platz 5 und der Marcel Schmidt auf 6. René Sagabe, dicker Fehler und da ist seine Joker Lab quasi dahin. Hier die ersten beiden. Jetzt ist die Frage, Dominik oder Frank. Mal sehen, wer zuerst in die Joker Lab. Oh, Frank, der nutzt auch die Chance. Nutzt es in die Joker Lab. Hat sich vorm René platziert. Also der René hat wirklich viel Zeit liegen lassen. Kommt jetzt aber gut. Und der Marcel auf dem Dach. Das war natürlich zu viel gewollt. René Sagabe da vorne. Geht wieder am Frank vorbei, Dominik und René kämpft mit dem Frank Wagner um den zweiten Platz. Der Dominik hier ist in die Joker Lab und schafft das vor den Zweien. Ja, er hat es ganz knapp geschafft. Damit, jetzt sind die ersten 3 durch und Dominik bleibt dort hängen. Und hier der René Sagabe ist vor dem Frank Wagner in Führung gegangen. Und ganz weit hinten hier, jetzt kommt erst der Marcel Schmidt, er hat viel Zeit liegen lassen. 3 Minuten eine Joker Lab im Start, wie ihr gesehen habt, in der Startaufstellung. Mal sehen, ob der René Sagabe jetzt seine Führung behaupten kann. Immer noch in Führung. Vorm Frank Wagner und vorm Dominik, der von 1 gestartet ist. Rallycross, das kann noch knapp werden. Einmal quer gestanden. Oh, Dominik, da ein Fehler. Gehen wir auf den Führenden, der René Sagabe. Sauber, wie er da durchkommt. Aber auch der Frank Wagner hinter ihm, der bleibt dran. Der lässt sich da nicht beirren. Und der Dominik hat zwar etwas Zeit liegen lassen, aber ist durchaus noch in Schlagdistanz. Der kommt nämlich hier. Frank Wagner, kleinen Fehler gehabt. Das kann sich schon rächen, so eine Kleinigkeit. Und an der Spitze hier, der René Sagabe. Lässt sich da wahrscheinlich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Hat einen schönen Vorsprung, wenn er jetzt das nicht mehr verhaut. Wenn man überlegt, er hat die Joker Lab zuerst gefahren. War das das Geheimnis seines Erfolgs, wie er so schön sagt? Und hier um Platz 2 und 3. Dominik ist rangefahren. Schafft er noch den zweiten Platz? Das wäre natürlich für ihn eine gute Sache, nachdem er von 1 gestartet ist. Geht dort vorbei. Und nein, hat der Frank nochmal für sich entschieden. Aber Dominik bleibt dran. Da ist noch alles offen um Platz 2. Wir werden sehen. Lauf ist hier zu Ende. Die Frage ist, kann der Frank noch? Dominik kann noch rankommen oder kann er es nicht mehr? Ja, hat er jetzt einen Fehler gemacht und damit der Frank auf 2 und der René Sagabe hat hier den Lauf gewonnen. Das ist der junge Mann im weinroten T-Shirt. Winner Lauf Nummer 1. So, Lauf Nummer 2, wieder 3 Minuten Fahrzeit, eine Joker Lab, René Sagabe den ersten Lauf gewonnen, vor dem Frank Wagner. Ja, und der Frank, der kämpft hier vorbei, René und Frank, die verlieren hier viel Zeit. Das ist die Chance für den Führenden nicht, ne? Der Führende hat auch so ein bisschen verhauen, aber dafür ist es jetzt der Marcel Schmidt, der die Führung übernommen hat. Und der Dominik Schuttwolf hat den 4. Platz und überall wird hier gekämpft und jetzt, das ist Zeit vom Marcel Schmidt, würde ich jetzt mal sagen. Der wird wahrscheinlich jetzt in die Joker Lab gehen. Ja, so hätte ich es jetzt auch gemacht. Hat verkackt hier, würde ich mal sagen. Oh. Verliert viel Zeit, aber nichts passiert. Immer noch in Führung, aber der Dominik Schuttwolf ist dran. Hier hat die Führung übernommen. Hier die anderen kommen, da ist der René Sagabe und
dahinter. Der Frank Wagner, der Renny einen kleinen Fehler gehabt beim Überrunden und hier an der Spitze der ersten drei. In Führung jetzt wieder der Masich mit den anderen beiden, unter anderem der Dominik geht in die Joker Lab. Und der Marcel hat jetzt einen riesen Vorsprung. Und wenn er den jetzt nach Hause rettet, dann hat er eine gute Chance auf, ja, vielleicht doch noch den Tagessieg zu holen. Das wäre hier nicht sein erster. Dann warten wir ein bisschen. Dahinter wird es nämlich spannend. Der René Sagave kommt hier und hier kommt der Frank Wagner. Die kennen wir aus dem Lauf davor. Und ganz zuletzt, ganz hinten seht ihr da so ein Bild. Da habt ihr den Dominik Schuttwolf. Der hat keinen guten Lauf jetzt im Lauf 2. So, und immer noch in Führung der Marcel Schmidt. Der ist hier, aber kriegt jetzt Druck vom René Sagave, der fast vorbeigegangen wäre. Das wird hier nochmal ein heißes Duell. René könnte jetzt seinen zweiten Lauf gewinnen. Aber Marcel macht es ihm nicht einfach. Aber man sieht auch klar und deutlich, jetzt hat er die beste Linie gehabt, der René Sagave. Man sieht auch deutlich, Marcel kommt nicht so gut mit seinem Auto klar. Er hat so seine Probleme und hier der René Sagave wieder in Führung. Baut diese sukzessive aus. Man sieht, der Marcel Schmidt schon viel Zeit liegen lassen. Der René gut in Führung. Und hier mal sehen, schafft es jetzt hier? Nein, schafft es nicht. Frank Wagner, Überholversuch. Nein, hat nicht gereicht. Ein schöner Kampf um den dritten Platz. Frank Wagner, der Zweiter war im ersten Lauf, könnte hier auch nochmal tolle Punkte sammeln. Gerade wenn es um Platz 2 geht in der Gesamtwertung. Jetzt hat er hier etwas Zeit liegen lassen. Der René Sagave ist schon weit weg. Kann man sagen, schönen Vorsprung rausgefahren vom Marcel. Der auf 2 ist, der aber jetzt auch einen kleinen Fehler hatte. Und René, was ist mit René los? Lauf ist beendet, denke ich mal. Marcel auf 2, Frank auf 4. So, Frau Marcel Schmidt, hier mal das Fahrzeug, das ist eben TT02. Er hat hier auch so eine Schutzwanne nochmal dazwischen gemacht, um einfach weniger Staub im Auto zu haben. Aber ihr seht, viel abgehalten hat das auch nicht durch die staubige Strecke. Als Reifen, ja, die Pirelli-Reifen, hatte ich ja schon gesagt, sind die nur erlaubt. Er hat auch längere Dämpfer drin für mehr Bodenfreiheit. Ihr seht, es ist nicht nötig, dass man hier die Alu-Lenkung verwendet. Es reicht auch die Kunststofflenkung. Und genauso müsst ihr nicht die Alu-Antriebswelle nehmen. Es reicht auch hier die Baukastenwelle. Wichtig ist, dass ihr hier dass ihr einen Kugellagersatz verwendet. Und wenn ihr nicht Tamiya-Cup fahrt, dann könnt ihr hier auch eine eigene Schraube bzw. Gewindestange reinschrauben und dann mit Stoppmuttern das Ganze sichern. Das ist halt nochmal etwas haltbarer und sicherer. Ja, hier der Motor, er hat zur Motorkühlung nochmal einen Lüfter draufgesetzt. Hier Fernsteuerung natürlich, das was ihr am liebsten mag. Ne? Also es muss jetzt hier keine Sonnenbar, keine Futaba oder ähnliches sein. Es könnte auch halt hier sowas wie eine Fleißgeist sein. Also das ist abhängig, wie ihr mit eurem Fahrzeug bzw. wie ihr mit dem Handling am besten klarkommt. Als Sitzgewindestangen vorne drin, um die Vorspur einzustellen. Ansonsten hat er in der Hinterachse die 2 Grad Radträger drin für mehr Vorspur. Macht das Auto ein bisschen stabiler, aber hier wohl so nicht nach den Aussagen, was ich bis jetzt gehört habe. Längere Dämpfer, habe ich gesagt, ist eigentlich egal, von welchem Hersteller. Hauptsache so 55, 60 mm für die Bodenfreiheit und eben, dass man die Kolbenstangen wechseln kann, das Öl und die Federn. Das ist ganz wichtig. Hinten hat er Knochen drin, aber nicht mehr die originalen, sondern das aus Stahl, welcher macht das Ganze halt haltbarer. Und natürlich ist das alles auch kugelgelagert. Dann, wenn man so mal guckt, er hat hier Radmitnehmer aus Alu, damit die praktisch nicht runterrutschen, die sind mit einem Stift gesichert. Nicht wundern, er hat hier eine Halterung für seinen Lapcounter, der ist ja hier drauf.
ist abhängig von der Rundenzählung. Hier zum Beispiel wird ja damit gezählt, deswegen hat er das verwendet. Dann hier Outreif vom, auch wieder Tuning, kann man original nehmen, aber kann natürlich auch das Tuning-Teil nutzen, ist aber nicht unbedingt nötig. Ansonsten Servo hat er ein Sawöx drin, SC1258 verwendet er. Dann hat er hier CVD-Kardan Wellen drin, keine aus Alu, sondern aus Stahl. Beziehungsweise, nee, hat er nicht. Oh, sorry, dass ich hier das gesagt habe. Er hat ganz normale, hier, ganz normale Knochen drin. Also hier nichts CVDs. Ich würde hier selber CVDs verwenden, aber er hat es hier nicht, wie man sieht. Also ist gar nicht notwendig. Ansonsten Low-Friction-Kugeln drin verwenden. Ja, macht das Ganze halt haltbarer und besser. So, wenn man jetzt mal das Fahrzeug von unten sieht, ganz normale GT02 Chassis. So, zu beachten ist nur, hier mit der Bodenfreiheit, er hat natürlich maximale Bodenfreiheit hier bei seinem Fahrzeug gewählt. Und wenn wir nach hinten gucken, es ist natürlich auch am Radträger so, also man kann die auch andersrum einbauen, dementsprechend hat man weniger Bodenfreiheit als ja im Prinzip wie im Original, dann kann man das ja auch drehen und kann im Prinzip die Bodenfreiheit erhöhen am Fahrzeug. So, wenn man das Fahrzeug vom Laufsieger 1 und 2, wenn ich so habe, mal an hier, schicke Karosserie mit dem schicken hinteren Spoiler noch drauf. Natürlich alles legal. Aufpassen muss man hier auf den Transponder, dass man den nicht hier mit dem Kabel abreißt, weil der zählt ja hier, deswegen hat er hier ein Loch, damit es zu 100% auch zählt und keine Reflexion von der Scheibe gibt. Er hat ein TT02 auch Chassis drunter. Wie ihr seht, Tuk-Tuk Motor hat einen kleinen Lüfter auf der Seite von MR33. Er hat hier, im Gegensatz zu Marcel, hat er hier sogar eine Alu-Welle, also die originale Tamiya-Welle hat er drin. Auch keine Lenkung drin aus Alu, ganz normal die Kunststofflenkung. Und hier nochmal die Stützen, Bolzen, 3 mm und dann mit einer Stoppmutter ist sicher das Ganze. Rechts-Links-Gewindestange drin, um die Vorspur einzustellen. Längere blaue E-Racing-Dämpfer drin, um die Ausfederweg zu haben. Natürlich einstellbar, Kolbenstange, Öl und die Federn. Und klar, er hat natürlich das auch hochgebaut, das Auto. Ihr könnt ja hier oder hier oben die Bodenfreiheit noch beeinflussen. Er hat CVD-Wellen drin, das sieht man hier ganz gut in seinem Fahrzeug. Kugellagersatz ist ja obligatorisch und versteht sich von selbst. Die Rallye-Blockreifen, klar, die sind ja nur erlaubt. Und dann hat er hier einen Akkuhalter drin für Shorty-Akkus. Und hinten die Radträger auch falsch rum eingebaut, also sprich für mehr Bodenfreiheit und die längeren E-Racing-Dämpfer, um praktisch auch die 1 cm Bodenfreiheit zu gewährleisten am Fahrzeug. Gucken wir uns mal hier an. Motor, Untersetzung, Regler ist ja vorgeschrieben, Servo, Fernsteuerung ist frei, also kann man selbst für sich entscheiden. Siegerfahrzeug hier. Von Lauf 1 und 2, wenn ich sogar. So, hier haben wir das Fahrzeug mal vom TQ Dominik Schuttwolf hier. So, hier haben wir vom Dominik das Fahrzeug, ein TT01 Chassis. Alles Baukasten kann man sagen. Es gibt ein paar Änderungen, wie zum Beispiel hier die längeren Dämpfer, die er drin hat. Kugellagersatz, das gehört hier standardmäßig natürlich mit dazu zum Fahrzeug, was man auf jeden Fall zu dem Tamiya mitnehmen soll. Ansonsten die Antriebswelle in der Mitte ist original geblieben, Lenkung ist original, vorne rechts links eingeschlagen, um die Vorspur einzustellen. Pirelli-Reifen, die ja hier nur erlaubt sind. Er hat nur verwendet die CVDs, Antriebswellen hier
optional, die man kaufen kann, sind natürlich wesentlich haltbarer und die tun nicht so schnell ausrasten. Dann die Low-Friction-Teile hier drin in der Aufhängung, die sollte man auf jeden Fall mit reinnehmen. Dann hat er drin einen Lüfter hier, um den Motor nochmal zu kühlen und hier nochmal Kühlrippen. Untersetzung ist er vorgeschrieben und er verwendet hier ein Shorty. So, jetzt mal auf der anderen Seite und von hinten hier auch CVDs drin. Du hast noch die originalen Radträger oder 2 Grad? 2 Grad Radträger hier schon drin, die ja erlaubt sind. Dann die längeren Dämpfer auch drin. Lüfter zur Motorkühlung. Und der Servo ist ja freigestellt, genauso wie der Sender. Man selber hier verwendet hier die Sanwa. Warum habe ich eigentlich keine kurze Hose heute? So, das war jetzt hier mein Blick auf die Fahrzeuge der Top 3 gewesen. Ja, zu Top 3, ich meine, der Top 3 Fahrer dieser Rennserie, den Frank Wagner habe ich glaube ich vergessen, der gehört noch dazu. Der fährt aber ein ähnliches Fahrzeug, weil so viel Option-Teile und so Änderungen sind ja nicht möglich. Ja, wenn es euch gefallen hat und wenn euch die Serie gefällt, dann geht auf die Seite der RC Rallycross Hamburg oder in euren, ich sag mal, Landesteil. In Österreich gibt es ja was. Es gibt in den anderen angrenzenden europäischen Ländern Rennserien und es gibt zum Beispiel jetzt demnächst die RC Rallycross Blankenburg. Da einfach mal auch danach googeln. Da könnt ihr in Deutschland auch an der einen oder anderen Serie und Rennen teilnehmen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal. Euer Mika.